Also in Desmoschee gehört schon im Mannheim. Das ist schon, kann man schon laut sagen. Und das gehört nicht nur die Muslime, sondern gehören auch für die Deutsche, wo die in Mannheim leben, sagen, unsere Moschee. Gehen wir unsere Moschee in Mannheim. Die Worte hören wir gern. Also wenn das jemand zum Gebet, zum Moschee kommt, in der Gebetszeit ist, der muss vorher gewaschen werden. Also dreimal die Hände und dreimal den Mund und dreimal die Nase und dreimal das Gesicht und die dreimal die Ohren, hinter den Ohren, in der Halsknicke, über den Kopf und die Füße am Schluss. Und wenn man das gemacht ist, dann kann tut man schon Gebet machen. Mittagsgebet ist so 200, 300 Leute, aber wenn Freitagsgebet über 1000 Leute kommen die. Und wenn das so festes Gebet ist, zwischen 2500, 3000 Leute passen in der Moschee rein, hier im Gebetsraum. Wenn nicht reicht, wir haben auch Möglichkeiten, unsere Seminarraum oder Bibliothek, Cafeteria. Wenn das nicht auch nicht reicht, wir haben unten noch Garage, da legen wir schöne Teppiche und werden die vorbereitet. Wir haben überall Verbindung mit Lautsprecher und das ganze Moschee wird über die Kamera beobachtet. Und warum nicht benutzen, wenn Technik so eine Möglichkeit gibt? Warum nicht? Die Nische, wo die Michrab heißt, das ist der Vorbeter, seine Platz, der Imam also. Und der kleine Kranzl ist das für das Freitag und Sonntag Predigung. In die große Kranzl, das wird nur in der Freitags benutzt oder wenn die feste Tage ist, wie Fastenbrechenfeste oder eben der Schlachtenfeste ist. Der erste von der rechten Seite von der Michrab ist der Allah, sein Name. Und die linke Seite ist der Mohammed. Und die Linie ist das für das Gradstelle, Schulter für die Schulter, weil wir müssen in der Gebet in eine Linie sein. Wenn die Frauen Zeit haben, die beten von oben im Galerie. Die Männer ist unterer Bereich, die Frauen oberer Bereich. Es ist schon viele Vorteile. Wenn man zum Beispiel zusammen betet tut, wenn nebendran eine Frau betet, kann man nicht konzentrieren. Wenn man zum Beispiel betet tut, Allah, Akbar, sage, das heißt es, alles vergesse momentan. Ich stehe für den Gott und meine Gebetsmache für den Gott. Damals von 90er Jahren haben wir überlegt, wir bauen eine große Moschee. Und wir wollen in der Stadt drin bleiben, nicht im Industriegebiet wie andere Moscheen sind, viele von Deutschland. Und seitdem ist hier Moschee gebetet und auch Führungen gemacht, offene Türen und so weiter. Das Moschee hat schon über den Islam und für die christliche Muslime zusammengebracht. Jede 6 oder 7 Wochen treffen wir zusammen. Wir haben auch islamische christliche Gesellschaft haben wir begründet und weitere Sache. Also Moschee ist innen drin, wenn man drin sind, fühle ich ganz locker und gemütlicher und wollte ich nicht mehr raus. Allahu Akbar.